Das sollte gleich. Okay, ab, los. Scheiße. So, jetzt. Hä, wie oft soll ich das machen? Hä, was ist denn los? Ich glaube, der muss nah genug dran sein. Wo ist er hin? I don't understand this. I don't understand this. Schlagen einfach auf dem Auto, muss weiter, lalala. Ich krieg so viel Schaden. Woher? Wieso funktioniert das nicht? Es funktioniert nicht. Wie? Ich habe es jetzt schon dreimal aktiviert. Ist der noch da, der eine? Der Kanner. Kanner steht da hinten. Mit weniger Leben. Anscheinend hat es funktioniert. Bug. Ich habe das Gefühl, dass wirklich alle Leute, die wir so irgendwoher kennen, da jetzt noch alle auftauchen werden. Wir gemeinsam Mortremos zur Strecke bringen werden. Geh mir aus dem Auge! Blitze. Nicht gut. Wo ist bei ihm das Loch? Auch da? Nochmal der gleiche, okay. Ah, jetzt rennt er da mal rein. Ah, perfekt, ist der Riss doch mal. Ich glaube, alle 10%. Wo ist der Aufwind? Aufwind! Holy shit. Aua, werf nicht mit Steinen nach mir. Ich habe ein Problem. Ja, der bitte, der fängt jetzt nicht nochmal von vorne an, oder? Der ist nicht wieder bei 100%, oder? Ernsthaft? Geht die Welt hier gerade kaputt? Ist das nur ein Gefühl von mir, oder? Holy shit. Scheiße. Scheiße. Okay, jetzt sind wir wieder hier am Punkt. Wir dürfen wieder in die Aufwinde gehen. Steine! Leute, es gibt Grenzen. Schmeißt nicht mit Steinen nach mir. Ha! Ihr konntet den Stein ausgewichen. Ich habe Angst, dass noch ein Stein kommt. Ha, da hat er mich nicht getroffen. Er schmeißt so viele Steine. Oh, Scheiße. In den Kreis. Doch, wir können siegen. Wir sind toll und fabulous. Die Map wird immer weniger, also kleiner, und meine Hand schläft wieder ein. Holy shit, Leute, ich will hier nicht runterfallen. Ist wieder ein Gegner gespawnt? Also, wieder ein. Nein, noch nicht. Mal schauen, ob noch jemand kommt. Wen erwarten wir noch? Tran und Soja und Logan, aber ich bezweifle, dass die kommen werden. Wieder im Kreis stehen bleiben. Er ist immun. Wo ist was gespawnt?
Ah ne, ist doch nicht immun. Warum ist er manchmal immun? Wahrscheinlich irgendwelche Skills. Steht so nah am Abgrund, das finde ich irgendwie nicht so prickelnd. Aber anscheinend spawnt kein Dings mehr. Der buggt es wieder rum. Ja, da kommt wieder zu mir rübergelaufen. Wow, Mortum, was machst du toll? Wieder in den Kreis rein. Aber warum scheint mir das jetzt alles einfacher geworden zu sein? Oh Gott, ich stehe hier zu nah an der Grenze. Wo ist er hin? Hey, also jetzt spawnt anscheinend keiner mehr unter der Grenze. Ist das jetzt... Ich erwarte dann die Schwereres jetzt, weil Baum. Der blasse Baum ist an einem schuld. Nein, aber wieder Kreis nicht raus sein. Wollte man sich gerade mal flüchten, dann packt er da einen Kreis hin. Ja, Mordromod, wir töten dich ja. Keine Sorge. So, hier noch das drauf. Es fällt mir gerade ein bisschen zu einfach. Es geht so gut runter. Hab dezent Angst vor den letzten Prozenten. Oh Gott, Lüfte. Wer kommt mir mit seinen Steinen? Seine Steine sind da. Nee. Ich mag die irgendwie nicht. Aua. Schnell. Scheiße. Ich bin tot. Holy shit, what's going on? Leute, es gibt Grenzen. Leute, es gibt definitiv Grenzen. Das habe ich schon 10-mal gesagt in diesem Storyplay. Rote Kreise, die nicht gut sind. Und es scheint mir nicht stark zu sein. Ich klopfe hier einfach mal ein bisschen drauf. Aktivieren, beschützt mich. Töten wir ihn. Scheiße, er ist nicht lange betäubt. Aber wir machen ihm gut Schaden. Immerhin. Nochmal das Gleiche. Nein, okay. Doch, doch, nochmal das gleiche, okay. Dann gehe ich wieder auf meine Axt, da sollte das einfacher gehen. Alle hier so schön töten und diese roten Kreise gefallen mir nicht. Hallo ihr, kommt doch mal alle her und wir töten euch gemeinsam. Es sind entrückender Schatten. So, nochmal auf ihn und warum wackelt alles? Diesmal sollte es klappen. Oder noch nicht. Es könnte knapp werden. Aber doch, wir schaffen das. Führt den tödlichen. Führt Tyria.
Ach, das war nur ein kleiner Traum. Geschenk des blassen Baums. Ich bin damit verbunden, daran gebunden. Nur seine Kraft kann mich befreien. Bitte, bringt es her. Gerne doch. Ich Ich bin habe das schwer. Schwert, Marshall. Beeilt euch. Erhebt es gegen mich. Tötet mich, Kommandeur. Was? Nein! Mordremos ist tot. Wir haben seinen Geist von innen heraus zerstört. Aber ich höre noch immer seine Stimme. Mordremos lebt. Ein letzter, hasserfüllter Rest. Ein schrecklicher Same keimt tief in meinem Geist. Ihr müsst mich töten, Kommandeur. Ehe diese Saat aufgeht. Ehe Mordremos zurückerobert, was er verloren hat. Was von mir übrig ist, kann allein nicht überleben. Schlag zu jetzt, oder? Ich bin die Zukunft. Ich bin diese Welt. Ihr Lass könnt nicht zu, mich dass all nicht das vergebens war. Zerstören. Zurück. Ich Flieht, mache dem einen solange auf ihr der noch Stelle. könnt. Nicht zu, dass all das vergebens war. Zurück. Ich mache dem ein Ende. Auf der Stelle. Was soll ich tun? Ich will ihn doch töten. Das Ei. Wir haben Thrawn geopfert für Tyria und anscheinend haben wir auch Mortomos komplett besiegt. Holy shit. Holy shit, Leute. Und das war das Ende von Mortomos und unserer Story, die wir hier in Guild Wars gespielt haben. Es war wirklich seit Anfang an eine wunderschöne Story. Mega cool aufgebaut mit vielen mega coolen verschiedensten Rätseln, Wegen, besonderen Sachen und die ganzen Cinematic-Szenen und es war wirklich geil, würde ich sagen. Und ich hätte nicht erwartet, dass wir Mortomos hier und so bekämpfen werden. Ich hätte nicht erwartet, dass Mortomos so aussieht. Aber ich muss sagen, der Kampf war schon mega episch. Und es war eine tolle Geschichte und besser hätte ich sie mir nicht vorstellen können. Und ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und das wird nicht jetzt das letzte Video sein von Heart of Thorns. Es werden noch Videos kommen. Leider keine mehr erstmal für die von der Story, schätze ich. Aber wir werden uns hier nochmal das Gebiet genauer anschauen.
Aber das dann ein andermal. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Und ich bin sehr gespannt, wie die Story hier in Guild Wars 2 weiter verlaufen wird. Ob es irgendwelche Konsequenzen hat, dass wir jetzt auch noch Mortomos getötet haben. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen, was Arnett sich da ausgefallen lässt. Mein Deutsch ist am Ende. Ich bin zu fasziniert von dieser Endstory. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video von mir. Bis dahin, euer Crazy Game.